Jo, moin moin, herzlich willkommen, sehr gegrüßt. Kebab-Chef, Restaurant, so Leute mit Pascal, moin. Moin moin. Dann läuft Gourmet. So. Mm. Noch dreimal Kurast und 14 mal Himbeerkuchen. Das bringt 30.000 Umsatz. Nur einer der Himbeerkuchen. Ja, ich muss diese Kekse nochmal machen. Gut, die Kekse, wie gingen die denn noch? Speisekarte. Auch ernsthaft. Das ist der Scheiß genau leer geworden. Genau ein Hähnchen fehlt noch, was ich nicht gewürzt habe. Mehl. Haselnüsse. Hefe. Zucker. Das Ganze wird gerührt. Ja. Deutlich mehr als 1 Million. Döner-Teller haben wir schon mal gebucht. Döner-Teller gibt's leider nicht. Gibt Kekse, Kuchen und Torte. Nur die Torte gibt's noch nicht, die ist nur zum Angucken. Was hast du anzubieten? Alles. Alles. Aber keine Döner-Teller. Ja, den haben wir doch auch, glaube ich, schon durch, oder nicht? Weiß ich gar nicht. Ich habe ein bisschen Öl mitgebracht. Vor allen Dingen, hier steht auch noch alles voller Öl. Oh, ach so unten. Guck mal, ich glaube, du hättest auch deinen Kuchen in dieser Form hier machen müssen, oder? Das ist doch so eine Springform. Die ist, glaube ich, für Kuchen. Mhm. Für so ein milchstärkiges Ding. Aber das hat auch funktioniert jetzt mit dieser komischen Torte. Mhm. Aber stimmt. Diese ist echt der billigste Teig. Ein ganz bisschen, ne? Mehl, Hefe und Zucker und du kriegst eben wie 1000 Kekse. Tausend? Brauchst du nur eine Schüssel machen. Ist ja. Das kommt aus einer Schüssel raus hier. Ja. Das ist echt, also und gar kein Ende. Ich dachte, das ist alles irgendwie noch nicht, glaube ich, so. 12, 24, 36 Keks oder so, weiß ich nicht. Aber nur zweimal Götterspeise. Hä? Hey, immer noch nicht, was ist denn das? Was stimmt mit dir denn jetzt hier nicht? So. Ich bin unzufrieden wieder rausgegangen, weil die irgendwas nicht gekriegt haben. Bei mir fehlt beides Rote. Also Kuchen und Götterspeise. Bei mir fehlt gar nichts. Kuchen müssten wir servieren, wenn so noch einer kommt, weil das brauchen wir. Was gibt's hier? Hähnchenflügel gibt's ja. Hier noch Hähnchenflügel anstatt Döner-Teller. Oder ein Deckeshühnchen. Döner-Teller. Ein ganzes. Schnitzel mit Kartoffelpüree. Also
Obst. 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 Langsam, ey. Aber wir haben auch eben gleich gefühlt 200.000 umgesetzt heute. Noch 140 bisher, glaube ich, ne? Aber. Gute Nacht, Big Bang Fan. Oh, noch ein Stück Himbeertorte. Uff. Alte von gestern. Na, und noch Götterspeise. Eigentlich der Tag bei dir gleich rum, oder? Ja, bald. Weil bei mir ist immer noch Tag hell draußen. Nee, bei mir ist dunkel. Ist ja echt schon wieder buggy. Wir haben ja auch mit Level 230 angefangen, jetzt sind wir 290. Hm. Ja, kann man tolle neue, teure Sachen kaufen. Ich schütze zwei Personen von Trenabo. Mal ein bisschen. Unser Restaurant aufwerten. Richtig billig Möbel eigentlich noch für nur 1600 das Stück. Tische für 10.000 das Stück kaufen. Aber was bringt's? Genau. Ja, ich glaube, jetzt wirkt es nach Feierabend. Aber bei mir steht auch oben immer noch, machen Sie Vorbereitungen und öffnen Sie, wenn Sie bereit sind. Kunden 79 bis 99 wird erwartet. Denn hier liegt denn hier unten alles? Wo ist denn der Schrank hin? Du hast ja einen Schrank weggenommen. Wo ist ein Schrank weg? Hier. Das Brett schwebt jetzt in der Luft. Machst du? Ja, ich. Ich war hier gar nicht. Ich habe meine Sachen hier drüben fertig gemacht. Ja, genau. Das war auch das Stück Torte, was hier verschwunden ist. Jetzt bin ich wieder schuld. Jetzt verschwindet hier das der ganze. Ja, ich war auf deiner Seite schon nicht mehr. Live im Chat? Was ist da passiert? Und das jetzt im Inventar oder was? Ich hab nichts im Inventar und du? Das sieht auch aus bei dir hier. Ja, ich hab das Inventar voll von diesen Schränken, ja. Ja. Wahrscheinlich auch genau das im Inventar. Nein. Ach nee, ich hab gar keine mehr. Die sind weg. Du hast du verkauft mal oder was? Ja, aber normalerweise hat noch jeder unsere eigenen. Ich habe keine mehr. Ja, so geht es nicht. Ja, keine Ahnung, ich habe aber echt nichts gemacht. Weil ich habe meine Hähnchenbeine gemacht. Komme ich noch in dieses Baumenü? F. Mit der Tab-Taste. Ach nee, mit C. Und C. Dann. Ja, C war's. Und wie kriegt. Hä? So. Ach Mist. Muss ich hier drüben arbeiten. Ja.
War nicht auch irgendwas drin? Das ist eine ganze Innenwald davon. Aus, weil die hier drüben das ist. Ich dachte hier nicht eine Schüssel, die man mal benutzen kann. Um noch eine leere Schüssel, ja, muss ich wieder eine von mir nehmen. Und das. Ach, ich geh auf die Schüssel aus. Nicht nur, dass der total aus der Reihe tanzt, der ist auch noch schief da drin, der steht hier hinten voll raus. Ja, das ist neu. Oh, sind jetzt die Premium-Schränke, 10.000 das Stück. Ey, jetzt hast du mich in die Luft gekickt. Was ist hier denn noch drin? Öl. Du hast so Öl gekauft, hast so viel. Wo ist mein Schneidbrett? Immer noch Schwanzfett irgendwo. Schwanzfett, ne. Kaufen. Wo ist mein Schneidbrett? Hier ist dein Schrank auch übrigens. Was? Ja. Was soll der denn hier? Ist das dein Keine Ernst? Ahnung, was du gemacht hast. Ja, ich. Wahrscheinlich war ich das. Wer glaubt denn hier dir überhaupt? Das ist ja wohl unglaublich. Ja, oh nein. Da ist auch noch Schokolade, die Hefe und alles. Schwebt jetzt hier vorne. Oh, ist das buggy, ey. Das Spiel backt jetzt komplett ab. Oh Gott, ey. Jetzt muss ich das von hier alles wegsammeln oder so? Ach, scheiße. Ja. Wo ist das jetzt? Alter, nee, ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß hier. Das ist ja unglaublich. Geht nass. Hier ist auch alles vor, ja. Hier ist auch dein Steinebrett, sehe ich gerade. Das hast du hier auf dem Küchentisch platziert. Ja, das hatte ich bei dir gemacht schon wieder. Das hatte ich hier zwischenzeitlich hier hingeparkt, weil ich das ja irgendwo hinparkt. Hä, wo, nee, hier habe ich das nie hingeparkt. Alter. Keine Ahnung, was du gemacht hast. Alter, Pascal macht einen hier auch Spaß, ja, glaube ich. Ich wieder, ja, ja. Wer sonst? Ja, du, bei mir sieht das man ist alles. Dein Brett. Ja, wahrscheinlich. Ich bin die ganze Zeit, guck mal meinen Kühlschrank an, wie viel da Essen schon wieder drin ist. Ja, schön. Du kannst die ganze Zeit kochen. Ich kann nichts machen. Ich muss die ganze Zeit alles reparieren. Keine Ahnung, was du da machst. Ist der Tag eigentlich jetzt mal rum? Ich sehe das immer noch nicht. Ist der Tag rum, oder? Ja, theoretisch. Aber ich sehe das nicht. Bei mir ist immer noch alles hell. Mach doch mal die Auslage leer. Ich muss doch noch Essen vorbereiten. Ja, schon. Hast du noch irgendwas vom Supermarkt, hätte ich beinahe gesagt, hier vom Obstladen? Ich muss aufräumen. Hier liegt überall, es packt sogar in der Wand. Das ist ja echt. Oh, cool, die Schokolade schwebt. Sieht aber auch aus bei dir. Die Schoki flippt hier durch den Raum. Oh, was bist du dagegen gelaufen? Wo ist sie jetzt hin? Ach, da. Also brauchst du nix. Ich hab keinen Überblick. Hä? Alter, Macker. Was hast du mir schon wieder den Schrank weggenommen oder was? Jetzt alles zu Boden gefallen. Ich bin hier beim Supermarkt, da kann ich aber keinen Schrank mitnehmen. Ja, du bist doch gerade hier gelaufen und bist mit dem Knie gegen die Schoki gelaufen. Du kannst ja gar nicht im Supermarkt sein. Wollen wir wetten, soll ich jetzt. Ich muss kurz, warte. Jetzt kann ich auf Kaufen drücken. Guck. Ja, schnell hingelaufen, ne? Also ja, wahrscheinlich. Und hab dann auch 20 Mal Pilze ausgewählt, so schnell. Hier ist der Beweis. Hier, da ist mein Einkauf. 20 Mal Pilze. Lass mal lieber gleich mal Bildschirmübertragung im Discord anmachen, damit ich sehe, was du da für einen Quatsch machst. Kann ich ja gerne machen. Ja, ist ja super, Bucky. Also ich glaube, wir sollten, für heute ist das die letzte Folge.
Hier funktioniert ja nichts mehr jetzt. Jedes Mal ist der Schrank hier weg. Ich hab gerade Spaß. Alles hier hochgestellt, jetzt steht alles wieder hier unten auf dem Boden. Und wo ist denn der Schrank? Steht bestimmt wieder vorne an der Tür oder was? Nee, da bin ich ja gerade durch. Keine Ahnung, was. Komisch ist ja auch, dass bei mir der Tag irgendwie. Ja, das ist komplett gebackt. Da fing's ja mit an. Können gleich in die Bude gehen, da geben wir noch Geld aus und dann ist das gewesen für heute. Ich hoffe, dass in der Woche wieder gut funktioniert und wir neu starten. Aber jetzt nicht mal neu starten und so, das macht keinen Sinn. So, die Auslage nochmal leer machen. Das war ich noch ein ganzer Tag, das dauert ja auch noch. Ja. Ich habe jetzt hier einen neuen Durchgang. Das sieht ja auch aus bei dir. Ist denn das Teil wohl hin? Also hier beim Dings ist es nicht. Ist nicht im Inventar. Ich hab's auch nicht so. Ach, hier draußen steht's. Ja. Ist offen sogar. Sag ich nicht. Das macht Pascal, oder? Ja, bestimmt. Wenig Sinn und räumen das heute noch mal ein, das Teil. So schön sind die auch nicht, oder? Hä? Ach nö, komm. Jetzt nimmst du mir den nächsten Tisch weggenommen und hier fällt alles. Ja, wahrscheinlich. Ich bin am Essen, Marie. Jetzt hast du mir den vor die Füße gestellt. Hallo, ich komme nicht mal in den Grill. Hast du das denn, das hier, guck dir das doch mal an. Was ist denn das hier? Keine Ahnung. Siehst du das nicht? Doch, ich sehe es. Keine Ahnung, was das ist. Was denn gemacht, sag mal. Da ist schon wieder ein Schrank verschwunden. Das kann doch nicht denn das. Hä, das macht doch nur Pascal, das kann man keinem erzählen. Ja, wahrscheinlich. Ich kann dir echt Bildschirmübertragung machen. Jetzt habe ich einen Schrank von dir und stell ihn hier vor deine Füße. Ja, genau, den habe ich gar nicht gesehen. Wo hast du den denn her? Der stand hier vom Grill. So, dass er den nicht hingestellt hat. Ja gut, das stimmt. Wo ist denn der andere jetzt? Ich kam nicht an den Grill, um mein Essen da rauszuholen. Vor allem bei dir ist alles genau in Ordnung und so. Mhm. Ja, ich habe aber nicht ein Baummenü. Hier ist der Schrank. Guck mal hier. Das hat er doch dahingestellt, das kann man doch gar nicht sehen. Ja, wahrscheinlich, da steht sie doch sogar mittendrin. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe aber echt nichts gemacht. Das glaubt dir kein Mensch. Ja, gut. Ich weiß ja, was ich gemacht habe. Das macht, glaube ich, keinen Sinn und räumen das jetzt wieder ein, weil das Teil ist gleich wieder verschwunden wahrscheinlich. Ja, das ist ätzend. Ich kann alles auf den Boden stellen einfach. Jetzt ist bei dir auch einer weg. Ja, das warst du. Nee, das würde man sehen. 100 Pro würde man das sehen. Es verschwinden gerade Stück für Stück die Schränke hier. Was ist das denn für ein Scheiß? Also wenn du es echt nicht gemacht hast, sind bei mir ja zwei verschwunden. Ich dachte, so ein kleiner Spaß hätte ja dadurch was sein können, dass man das irgendwie macht. Aber dann hättest du, glaube ich, spätestens jetzt mal gesagt, ja, okay, ja. War lustig. Ja, aber bei mir fehlt ja auch einer. Wo ja, jetzt fehlt jetzt bei dir auch einer, ja. Auch bei hier in der... Ich bin hier im Auslager aufräumen jetzt, ich weiß. So. Das ist er nicht. Ach, hier ist er. Beim Baum. Steht hier ein Baum. Okay. Man kann sich einfach hier stehen bleiben und plötzlich verschwinden Dinge. Ja, irgendwas synchronisiert da gerade von der Position nicht richtig. Ich denke, dass wir den Tag mal lieber beenden. Also das können wir am nächsten Tag aufräumen. Ist eben, ich glaube, draußen ist nichts was vergammelt. Die Auslage noch schnell leer machen hier. Immer Geld her hier. Die Mitarbeiter können ja nicht auf einmal da auch noch irgendwie. Naja. Irgendwie was verpackt ist, aber.
Wird hier alles leer, ja. Ja. Den dreckigen Teller habe ich den Leuten hingestellt, damit die auch was tun. Jetzt ist close bei mir. Scheiß Laden heute hier. Hier passieren komische Sachen. Oh, du hast zumindest den ganzen Inhalt jetzt mit Schrank da wieder hinstellen können, ne? Ich, das ist auch echt. Ich hatte da ja nichts drin in dem Schrank. Ja. Das war... Komisch. Ich hätte das Bier zu Beginn nicht trinken sollen. Dementsprechend macht es wahrscheinlich auch wenig Sinn und machen jetzt hier noch irgendwie eine Einrichtung für zu Hause. Das ist wahrscheinlich. Namen Gerd. Schwebt dann auch alles durch die Gegend. Ja, vor allen Dingen, ich kann nicht mal schlafen, mir wird das Bett nicht angezeigt und nix. Das ist... Aber du kannst ja theoretisch schlafen gehen, dann ist ja nächster Tag und dann dekorierst du und dann gehst du nochmal schlafen, einfach ohne dass wir das Restaurant zwischendurch aufgemacht haben. Ein modernes Doppelbett. 50.000 kostet das. Aber das möchte ich nicht. Eine Dusche, 10.000, dann kaufen wir mal eine Dusche. Termin von Otanik. Ja, wir werden den Tag gucken, was passiert und dann. Oh, Schnitzel ist durch. Die Zahlen werden so unterkommen. Oh, Kuros ist durch. Pimpelkuchen ist 9-mal. Götterspeise 7-mal. 135.000. Ja. Ja, plus Automaten, ne? Oder ist das inkludiert? Die Automaten haben wir nochmal 23.000. Ja, kommt noch dazu, ne? Das andere ist nur die Speisen. Und den Käsekuchen. Guck mal, was. Jetzt haben wir irgendwie 1.000 Euro fein. Was heißt das denn? Ist das Strafe? Liegt bestimmt irgendwas rum, was jetzt vergammelt ist oder keine Ahnung bei dem ganzen Durcheinander da. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall 1.000 Euro Strafe bezahlen. Keine Ahnung. 18. Cheesecake, 18. Das hat ja wieder eine Menge zu tun. Ja. Problem ist, muss ja erst die anderen irgendwie erledigen. Hm. Cheesecake ist Mehl, Hefe, Joghurt. Ei, Zucker, Butter, Joghurt, Zucker, Butter, Ei. Guck mal, da brauchst du die Springform. Ja. Steht da auch. Käsekuchen kommt in die Springform, okay. Das wird aber auch krass viele Kunden dann anziehen. Aber so schlimm ist das echt nicht. Nee, nicht so schlimm wie die Apple-Torte. Also Kuros hat man das jetzt für den Gourmet schon erfüllt oder fehlt da jetzt noch 3-4? Ich glaube, da fehlt noch was, oder? Einer. Ja. Wow. Oh. Ein Kuros. Also muss man doch nochmal servieren, Kuros, weil sonst wäre es ja. 13 Himbeerkuchen. Sonst wäre das Zeugs ja durch gewesen. Himbeerkuchen muss ja auch noch serviert werden, obwohl es Max ist. Ja. Man denkt es aber auf maximalen Level jetzt die Schnitzel. Brauche ich auch nicht mehr machen. Muffin ist noch nicht und Schöcke-Pär, wie auch immer, ist auch noch nicht Max. Ja, aber gut, hoffen wir mal, dass es in der Woche dann wieder ein bisschen besser synchronisiert ist. Zum Ende hin war ja nur noch Quatsch, macht keinen Sinn jetzt noch mehr, dann wird der ganze Laden mit auseinandergenommen und alles steht nachher überall und müssen wir komplett neu einrichten nächstes Mal. Das ist ja dann auch nicht der Sinn der Sache, von daher machen wir lieber für heute Feierabend und gucken mal, was beim nächsten Mal wieder passiert. Ne? Bis dahin, wir wünschen einen schönen Abend noch, eine Nachtruhe und tschüss. Tschüss. Como é que...